So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Factorio. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass wir zu wenig Stahlträger haben und das werden wir jetzt nochmal erweitern. Um weitere Öfen. Das heißt, wir brauchen hier noch mehr elektrische Hochöfen. Und müssen dann auch irgendwann mal aufpassen, was der Strom dazu sagt. Weil noch sieht das eigentlich ganz gut aus, aber irgendwann kommen wir hier an ein Problem. Wir waren aber auch schon mal viel höher mit unserer Stromauslastung. Sind dann wieder abgerutscht und... Na gut, okay. Interessant. So. Erweitern wir das Ganze hier erstmal. So, hier haben wir das Problem, dass das mit dem Schwefel nicht weitergeht. Ist noch kein Problem, weil wir hier noch Schwefelsäure haben, aber irgendwann kriegen wir da ein Problem. Das heißt, wir haben hier aktuell zu viel Leichtöl. So, entweder machen wir jetzt die schnelle Variante und bauen einfach noch ein paar Tanks dazu. Das machen wir mal. Die andere Variante wäre gewesen, noch eine Chemiefabrik zu bauen, die dann quasi das Leichtöl wieder zu Petroleum umsetzt. Aber wir bauen erstmal ein Tanklager. Vielleicht brauchen wir das Leichtöl ja irgendwann nochmal. Dann sollten die auch wieder produzieren, machen sie auch. Okay. Und dann geht's hier auch weiter. Jetzt packt er die auch auf die andere Seite. Ist das ein Problem? Ich weiß nicht. Oh, jetzt staunen sie sich sogar. Oh, nicht schlecht. Dann haben wir es ja jetzt. Nee. Blöd. Noch mehr bauen müssen. Aber gut. Vorhin sah das noch nicht so aus, als wenn das ausreichen würde. Jetzt reicht das wohl aus. So, das heißt, wir brauchen für die pinken Wissenschaftspakete, da waren wir nämlich hängen geblieben, eine Stahlkiste. Das heißt, wir müssen eine Produktionsmaschine haben, die uns Stahlkisten macht. So, was haben wir denn hier einstecken? Kunststoffstangen. Können wir die mal irgendwo loswerden? Wo sind denn hier die Kunststoffstangen? Ich glaube, hier werden die produziert. Kann das sein? Jawohl. Denn... Setzen wir hier eine Kiste hin. Mit einem Greifer. Und packen hier die ganzen Kunststoffstangen rein. Der braucht noch Strom. So. Dann sind wir die schon mal los. Was haben wir noch hier drin? Motoren, okay. Ja, ganz viele Schmelzöfen. Die werden wir auch nie wieder brauchen. Warten wir hier, da hatten wir so eine Müllkiste mal hingesetzt. So, das haben wir mal weg. Das sind auch welche, die mit Kohle betrieben werden. Ein Holz. Wissenschaftspakete. Blei brauchen wir auch nicht. Die Setzlinge brauchen wir auch nicht.
Den Kram brauchen wir auch nicht. Wieso haben wir jetzt schon wieder 42 davon? Ich dachte, die haben wir wieder weggeschmissen. So, hier haben wir auch nochmal Müll reingepackt. Den können wir auch nochmal hier hin sortieren. Das. Okay. Lichtbogenofen. Herstellgeschwindigkeit 3. Herstellgeschwindigkeit 4. So. Was haben wir da noch? Inventarlogistikplätze. Okay. Können wir gebrauchen. So. Da haben wir noch jede Menge Muni einstecken. Die verteile ich nochmal. So, das war's mit der Muni. Jetzt machen wir die Stahlkissen. Das heißt, wir haben hier Assembling Machine. Und wollen Stahlkisten machen. Das heißt, die setzen wir mal hier hin. So. Wollen haben Stahlkiste. Dafür brauchen wir einfach nur Stahlträger. Das heißt, die Stahlträger haben wir jetzt hier. Da kommt die Schiene hin, wo die Stahlträger ankommen. Das heißt, von hier aus gehen wir da hin. So. So. Gleich so bauen, dass da nichts anderes mit drauf passt. Wer weiß, was wir da nochmal drauf packen. Denn haben wir keine blauen oder gelben oder was auch immer. Roboter macht ja nichts. Die sind ja hier. So. Zack, zack. Stahlkiste. Wir brauchen noch Strom. Gar kein Problem. Jetzt den können wir uns eigentlich sparen. Ne, können wir nicht. Okay. Und haben jetzt Stahlkisten. So, das ist dann das dritte, was wir benötigen. Und das andere waren jetzt noch die Express-Inserters. Die gibt es irgendwie, zumindest ist er nicht abgebildet. Da gibt es die. Dafür brauchen wir schnell einen Greifarm und erweiterte Schaltkreise, das haben wir schon, aber Titanium-Bearing und Titanium-Wheel haben wir noch nicht. Das heißt, die stellen wir wahrscheinlich aus Titanplatten her. Tungsten, Titanium. Da brauchen wir Titanium-Plate für. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht hergestellt. Dafür brauchen wir Calciumchlorid, Carbon und Rutile, Titanium-Ohr. Und das stellen wir her in dieser, in diesem Elektrolyser, genau. Dafür brauchen wir Steine. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal auch noch Titanium-Ohr suchen. Ich sehe gerade, da oben fehlt Munition. Das müssen wir mal schnell ändern. Dann sammle ich die Artefakte auch nochmal schnell ein. Das ist auch Kohle. Das ist auch Blei. Tü-lü-tü-tü. Wo haben wir denn das? Das ist irgendwie so ein bisschen rötlich oder so. Ist das vielleicht dieses hier? Ah, oh. Geil. Das ist aber auch mit dem neuen Update gekommen. Zeigt sogar, wie viel das ist. Krass. Fuck. So, welches war es jetzt? Das hier war es, ne? Tja. Das scheint wohl nicht selten zu sein, aber irgendwie nicht so in der Nähe von uns. Alles ziemlich weit weg. Ist das denn sonst hier noch irgendwo unter unserer Fabrik begraben? Nö. Hier gibt es ein Vorkommen nicht. Das bedeutet, wir müssen das rankarren.
Ich glaube, das Einfachste, um irgendwann zu kommen, ist tatsächlich hier oben. Hier ist alles voll mit Aliens. Oh. Also, das Beschleunigen der Roboter ist doch nicht so einfach, weil dafür brauchen wir das nämlich. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal weiter Roboterhangar, damit wir erstmal unsere Versorgung an sich sicherstellen. Die machen wir dann jetzt erstmal automatisch. Und dann kümmern wir uns so ein bisschen um mehr Feld oder bessere Verteidigung und bauen dann da oben den Außenposten, um den mit einer Zuglinie anzubinden. So würde ich das gerne machen. So, was mich nervt, ist, dass die Zahnräder hier nicht nachkommen. Ist aber jetzt auch kein Beinbruch, weil hilft uns sowieso gerade nicht. Die drei könnte man ja auch noch mal austauschen. So, was müssen wir denn machen für diese Roboter-Hangar, wenn wir die automatisch herstellen wollen? Dafür brauchen wir die Roboport-Antenne und so weiter, also Robo. Roboport Charging Point. Dafür brauchen wir Stahlträger. Upsala. Ja, wo kriegt man diese Roboport-Antenne? Ach hier. So, das heißt, brauchen wir Stahlträger, Kupferkabel und erweiterten Schaltkreis. Das heißt, ich würde sagen, das bauen wir irgendwo hier im unteren Bereich auf. Weil da haben wir die ganzen Sachen, die wir dafür benötigen. So, Kupferkabel haben wir hier. Heißt, wir brauchen noch ein paar Fabriken. So, wir wollen machen. Ist die Frage, wo sind sie? Da, okay. Muss ich mir mal merken. So, Roboport Antennenarray, Stahlträger, Kupferkabel, erweiterten Schaltkreis. Also drei Sachen. So, das wird nichts, weil der auf der falschen Seite ankommt. Dann machen wir das so. Da haben wir schon mal den erweiterten Schaltkreis. Na. So, dann war das noch Kupferkabel und Stahlträger. Die kommen dann auf die zweite Schiene. Kupferkabel haben wir hier. Ehe ich das andere schon wieder vergessen. Stahlträger. Kupferkabel und Stahlträger ist noch ein weiter oben. So, das heißt, mit den Stahlträgern, die kommen auf der Seite an. Kommen wir dann mal so. Die Stahlträger machen wir dann auf die rechte Seite. Und die Kupferkabel auf die andere Seite. So, dann haben wir hier alles, was wir brauchen. Wir haben keine blauen Greifer mehr. Zack. Okay. Das geht relativ fix. Wie machen wir das? So. Jetzt haben wir die Roboport Antenna MK1. Jetzt brauchen wir noch das Roboport Charging Pad MK1. Da brauchen wir auch Stahlträger und erweiterten Schaltkreis. Das würde ich sagen, das basteln wir gleich unten dran. So. Da machen wir das Charging Pad. So.
Und dann brauchen wir noch die Hedge-Door. Dafür brauchen wir Stahlträger und Eisenzahnräder. Das heißt, auf den hier bringen wir noch mal Eisenzahnräder. Dafür müssen wir das einmal dahinter bringen, auf diese Seite, damit wir hier noch mal von oben runterkommen können. Das ist natürlich ärgerlich hier. So. Was hatte ich jetzt gesagt? Das brauchen wir Eisenzahnräder, ne? Das müssen wir dann irgendwie mal ein bisschen hier vorne machen. So. Und so. Dann kommen wir hier mit den Eisenzahnrädern an. Und haben dann auf dem Band hier auch Eisenzahnräder. Das heißt, wir können hier die nächste Produktionsstätte machen, wo wir dann die Headstore machen. Zack und zack und zack. Und Strom brauchen wir auch wieder. Und seht da, hier werden jetzt Headstores produziert. Produziert. Okay. Was aber blöd ist, die Zahnräder auf der Seite zu haben. Weil der Greifer sich da echt schwer tut. So, wir haben keine Fördermänner mehr. Dann müssen wir wohl mit Gelben weitermachen. So, jetzt haben wir die drei Sachen und die können wir jetzt zusammencraften zu einem Roboterhangar. Dafür brauchen wir auch wieder Stahlträger, das heißt, das, was wir hier gebaut haben, ist scheiße. Denn bauen wir hier nochmal einen zweiten roten. So. Das heißt, dafür brauchen wir auch wieder Stahlträger. Haben wir noch eine Maschine? Jawohl. So, automatisches Roboterhangar. Das brauchen wir dafür und das und das und dann halt, den brauchen wir bis dahin nicht. Der kann auch weg. Dann brauchen wir noch Strom. Und sieh da. Kommen dann irgendwann auch Roboterhänger raus, wenn wir denn. Achso. Der vercraftet die alle. Aber irgendwie kommen hier schon wieder zu wenig Schaltkreise an. Das ist so, weil hier zu wenig weiße Boards ankommen. Und hier kommen zu wenig weiße Boards an, weil hier die Tinplates fehlen. Oder nicht? Nö. Fehlt denn hier? Gar nichts. Das ist einfach nur langsam. Es ist ein bisschen schneller. Aber auch irgendwie nicht so sehr viel schneller. Okay. Nicht so schön. Er greift sie alle ab hier. Jetzt haben wir noch nicht ein automatisches Roboterhangar hingestellt. Na, okay. Aber wir haben ja auch Zeit dafür. Das ist ja nicht so, dass wir das sofort brauchen. Ich muss mir angewöhnen, keine Stahlkisten mehr zu bauen.
Ah, oh, es kommt eins durch. Uiuiuiui. Und jetzt kommt noch ein Roboterhanger raus. Hoffe ich mal. Yay! Ein vollautomatisch produziertes Roboterhanger. Geilomat. Alles klar. Denn bedanke ich mich fürs Zuschauen, weil wir machen jetzt nämlich Schluss und würde mich über einen Daumen freuen. Und auch wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles klar. Ciao, ciao.